Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Telepolis Salon. Heute haben wir ein sehr polarisierendes Thema. Es geht um den Krieg in Syrien und insbesondere um die türkische Militäroperation im Nordosten Syriens. Ein Thema des Abends wird sein: Was ist der Anspruch der Türkei und was macht sie tatsächlich? Erdogan hat vor der UN noch verkündet, er seine friedlichen Absichten betont, er will Sicherheitszonen schaffen, er will den Landstrich von Terroristen befreien und syrische Flüchtlinge ansiedeln. Die Wirklichkeit sieht ein bisschen weniger harmlos aus. Ja, danke Thomas für die Einladung nach München und für die Berichterstattung. Ich würde sagen, in der Zeitung online oder Online-Zeitung, Telepolis. Also ich bin auch hin und wieder bei euch mit Berichten. Immer wenn ich dann eine Reise hinter mir habe in Nord-Süden oder Irak, Türkei. Türkei nicht mehr, dann veröffentlicht ihr das und ich kriege natürlich auch Beschimpfungen, wenn ich bei euch veröffentliche, weil einige haben gesagt, ihr bekommt Geld von Putin. Dann, als ich dann meine Texte genauer angeschaut habe, da waren auch sehr, sehr kritische, Russland-kritische, Putin-kritische und ihr habt mir niemals gesagt, ich soll irgendwie Putin nicht schimpfen und so weiter und daher der Vorwurf einfach muss nicht stimmen. Aber ich wurde mal geschimpft. In Afrin, jetzt war ich 2015 zuletzt. Es war eine ruhigere Zeit zwischen den Kurden in der Türkei und der Regierung Erdogan gab es ja eine Art Verhandlungen. Keine Ahnung, ob man Verhandlungen nennt, aber es gab Gespräche im Hintergrund. Und ich nutzte die Situation aus. Ich bin dann über Azaz. Kilis, Azaz, wenn die Karte vor den Augen haben. In Azaz wurden heute Verwandte von Abu Bakr al-Baghdadi, die Schwester, verhaftet. Ich bin dann von Kilis nach Azaz und nach Afrin natürlich mit großer Angst an der Grenze, weil auf der syrischen Seite waren alle möglichen radikale Gruppen, islamistische Gruppen. Heute selbst die Bundesregierung spricht von islamistische, dschihadistische Gruppen, die auf der Seite der Türkei kämpfen in der Region. Damals waren noch Rebellen, Freiheitskämpfer und so weiter. Übrigens vor 2-3 Tagen waren wir im Auswärtigen Amt, haben wir den Staatsminister Nils Ahnen getroffen und er hat auch von verbrecherischen, kriminellen Elementen gesprochen und das ist natürlich neu, auch Tagesspiegel hat, glaube ich, jetzt eine Stellungnahme der Bundesregierung zitiert und auch von Dschihadisten gesprochen. Und da habe ich in sozialen Medien mit einem Satz auf Arabisch kommentiert, Sahanom. Sahanom sagt man, wenn jemand nach langem Schlaf dann aufgewacht ist, also endlich aufgewacht von Dschihadisten. Und wir bei der Gesellschaft für bedrohte Völker, das ist kein linker Verein, sondern eine Menschenrechtsorganisation, die sich für die Rechte der Minderheiten weltweit einsetzt. Wir haben seit September 2011 systematisch, kontinuierlich von diesen dschihadistischen Gruppen gesprochen, berichtet und die Bundesregierung darüber informiert. Das haben wir auch Herrn Ahnen auch in Berlin im Auswärtigen Amt erzählt. Was die Türkei in Afrin gemacht hat, Afrin war eine stabile Regierung, dort haben etwa mindestens 300.000 Flüchtlinge, Araber, Sunniten Zuflucht gefunden, auch wenn die Männer oder Familienväter diese Familien gekämpft haben, ihre Familien haben in Afrin Zuflucht gefunden, viele Kurden aus Aleppo, aus anderen Städten, Kriegsgebieten Syrien haben dort Zuflucht gefunden. Afrin war bekannt für ihre tolerante Kultur. Wir sind Muslime, Sunniten mehrheitlich. Wir haben aber unter uns in Afrin auch Jesiden und Aleviten gehabt. Sogar
eine christliche Gemeinde ist entstanden, konvertierte, und das zeigt, wie tolerant die Gesellschaft, die Muslime dort, selbst meine Mutter hat das geduldet, sie ist Muslime und Sunnitin, sie haben den Islam verlassen und eine eigene Kirche gegründet, 1200. Alle diese Menschen mussten fliehen. 95% etwa waren Kurden, heute leben dort nur noch 35%. Also Afrin ist weitgehend türkisiert, arabisiert, islamisiert. Kurdische Sprache wurde eingeführt, Schulen und so weiter. Frauen haben Rechte bekommen in der Polizei und so weiter. Ich möchte nicht wie die deutsche Linke heroisiert von die größte Demokratie der Welt sprechen, aber dort waren demokratische Ansätze. Und das war für dieses Kriegsgebiet neu, wo Alevite neben den Jesiden, Christen zusammenleben konnten, Frauen ohne Kopftuch, auch in der Polizei und so weiter. All das hat Erdogan mit Unterstützung der NATO, jetzt bin ich nicht mehr Linke in diesem Fall, ich möchte die linke Opposition übernehmen, mit Unterstützung der deutschen Bundesregierung. Und heute habe ich nochmal geschrieben, NATO war nie eine Wertegemeinschaft, und wer das geglaubt hat, entweder ist er dumm oder naiv. Vielen Dank. So, und dann darf ich die Frage weitergeben dann an Kerem. Kerem, du warst unterwegs mit Herrn Mayer im Gebiet, das Rojava genannt wird. Ja, was hast du da an dem viel gerühmten demokratischen Experiment mitbekommen? Ich fand das jetzt schon auch ziemlich heroisierend von dir, aber auch positiv. Also die Darstellung von dem, was dort passiert, das würde ich gar nicht anders beschreiben, wie du es beschrieben hast. Vielleicht nochmal, bevor ich jetzt auf die Erfahrungen von Rojava eingehe, finde ich, wir sind ja jetzt hier auf Einladung vom Telepolis, im Telepolis-Salon, und ich finde, wir sollten schon auf die Sprache achten, die wir benutzen. Zum Beispiel wurde am Anfang von dir gesagt, es handelt sich um eine Militäroperation. Sprache schafft Realität. Das, was die Türkei dort gemacht hat, ist keine Militäroperation, sondern ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Und das ist, glaube ich, im Duktus schon etwas ganz anderes, als zu sagen, ja, die operiert da halt ein bisschen hin und her und dann zieht sie sich wieder zurück. Nee, es geht um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg mit dem Ziel, ein Gebiet Nordsyriens, wo vor allem Kurdinnen und Kurden leben, dauerhaft zu annektieren und zu besetzen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das in der täglichen Sprache auch so benennt. Ja, was ich dort gesehen habe, ich bin letztes Jahr im März, April für 5 Wochen in die Region gefahren, um für meine Dissertation zu forschen. Da geht es um kurdischen Journalismus, und habe aber natürlich auch, weil ich ein politisches Interesse an der Region habe, mir angeschaut, was da an gesellschaftlicher Veränderung stattfindet. Und es war, obwohl es Krieg ist, obwohl soziale, gesellschaftliche Strukturen dort kaputt gemacht worden sind in den letzten 7, 8 Jahren, war es sehr, sehr beeindruckend zu sehen, was die Menschen dort auf die Beine gestellt haben. Und es ist ja nicht nur ein kurdisches Projekt dort, sondern es ist, wie auch Kamal schon gesagt hat, dort werden alle Ethnien, alle religiösen Gruppen versucht einzubinden und dann eine neue, ja, gesellschaftliche Grundlage des Zusammenlebens aufzubauen. 3 Punkte, die dort vor allem im Mittelpunkt stehen, sind eigentlich eine neue Form von Demokratie, wie wir sie hier gar nicht so wirklich kennen, beziehungsweise wir kannten sie mal vor 100 Jahren. Und zwar wird versucht, nicht eine parlamentarische Demokratie dort zu praktizieren, sondern eine Art von Rätedemokratie, die mehr oder weniger funktioniert hat, also von unten nach oben, dass die wirklich wichtigen Entscheidungsgrundlagen in den Stadtvierteln, in den Dörfern, in den einzelnen kleinen Gebieten getroffen werden und dann von unten nach oben weitergegeben werden. Und das hat man auch gesehen. Also ich war in Kamischlo, in dem Stadtviertel Heleli. Das ist eigentlich das ärmste Stadtviertel in der Stadt gewesen. Dort war auch die Unterstützung für diese gesellschaftliche Veränderung am größten. Und dort war wirklich die Bevölkerung in so Räten organisiert, von Stadtviertel zu Stadtviertel, von ungefähr 30 bis 150 Haushalte, heißt es immer so, dass die zusammenkommen und dann über die alltäglichen Belange ihres Lebens diskutieren und das dann von unten nach oben
weitergegeben wird. Das hat in der Region unterschiedlich stark sich durchgesetzt gehabt. Kobane zum Beispiel sehr stark, in Teilen von Kamischlu auch stark. Es gibt aber auch Gebiete, wo das nicht so stark war, vor allem am Anfang, wo Araberinnen und Araber gelebt haben oder auch wo die christliche Minderheit gelebt hat, die erstmal ein bisschen skeptisch dem gegenüber gestellt war. Also, aber zum Beispiel eine neue Form von Demokratie konnte man dort beobachten und vielleicht, um abschließend noch was zu sagen, auch die Rolle der Frau war eine ganz andere, als sie zum Beispiel jetzt vom türkischen Regime dort angestrebt ist. Letzte Woche kam die Nachricht, dass in den Gebieten, die jetzt besetzt sind, Serekaniye und Girespi, das ist so ein Gebiet, 120 Kilometer mal 30 Kilometer, dass dort mittlerweile schon Regeln gelten sollen, dass Frauen nicht unverschleiert nicht mehr auf die Straße gehen dürfen. Und was ich selbst gesehen habe, war, dass die Rolle der Frau einen unglaublich hohen Stellenwert hatte. Also dass ich habe vor allem mit Journalistinnen und Journalisten gesprochen. Zum Beispiel, es gibt dort einen großen Fernsehsender, Ronahi TV, der steht der kurdischen Freiheitsbewegung sehr nahe. Und da war die Leitungsposition, die Chefredaktionsstelle, war von einer Frau, einer 35-jährigen Frau besetzt. Und das ist nur ein Beispiel. Ich war da auf vielen Demonstrationen, weil es eben die Zeit des Angriffskrieges auf Afrin war. Und da waren Frauen auch immer an vorderster Stelle. Und das zieht sich eigentlich durch alle Gebiete durch, hat man auch in Afrin sehr stark gesehen. Da war die Vorsitzende dieses Kantons war eine alevitische, also nicht alawitische, sondern eine alevitische Kurdin, eine Frau. Und das war, ja. Und das, also Frau, Alevitin, ja, das ist dann in Afrin möglich. Genau, und jetzt die Bilder, die man jetzt sieht, zum Beispiel, letzter Satz, in Serekaniye wurde von den Dschihadisten, die jetzt dort die Kontrolle haben, ein Militärgericht gegründet. Und gibt es ein Foto von diesem Gericht und das sind alles Männer. Und die Schreibweise des Gerichts ist nur noch türkisch und arabisch. Davor waren die Amtssprachen aramäisch, also das ist die urchristliche Sprache, arabisch und kurdisch. Genau, nur ich könnte jetzt noch 3 Stunden dazu erzählen, aber das mache ich nicht. Ja, da kommt sicher noch einiges von dir. Danke für die Korrektur mit der Militäroperation. Ich taste mich so langsam vorwärts. Ich habe Angst, weil Erdogan sagt, jeder, der als Invasion bezeichnet. Oh, nein, das ist es nicht. Ich taste mich voran, weil ich über konkrete Beispiele erfahren will, ob die Angst berechtigt ist, die oft geäußert wird, dass es sich nicht um eine Militäroperation, sondern um eine Besatzung, eine Besetzung handelt. Oder gar, Afrin wurde als Protektorat, als türkisches bezeichnet. Würden Sie da zustimmen? Ja, Elke. welche Sorge um das demokratische Zusammenleben müssen die Gebiete östlich des Euphrat jetzt haben, trotz der Grenzen, die eigentlich das russisch-türkische Abkommen vorschreibt? Also ich habe heute nachgelesen und gemerkt, dass es an vielen Stellen Grauzonen gibt. Das heißt, dass es gar nicht so ganz klar ist, wo die Grenzen liegen, dass die Türkei und ihre islamistischen Verbündeten immer weiter nach vorne stoßen. Weißt du da was von Bekannten aus Derek? Also ich gehöre, glaube ich, zu ganz wenigen Journalistinnen in Deutschland, die Tacheles reden, die kein Blatt vom Mund nehmen und werde auch entsprechend angefeindet, also nicht nur im Forum von Telepolis, sondern ich bekomme auch Morddrohungen und werde auch tätlich angegangen. Es ist sehr schwierig zu berichten für uns, wenn wir über diese Region sprechen. Ich habe Einreiseverbot in der Türkei. Ich stehe auf derselben Liste wie Deniz Yücel, der lange im Gefängnis war. Ja, so viel einfach mal so als Eingang, unter welchen Bedingungen wir eigentlich heute hier schreiben und wir auch sprechen. Es ist immer eine Gefährdung, auch weil es hier Spione gibt in Deutschland, die das Postwenden an die Türkei melden. Also von daher einfach nochmal wirklich auch, was Kamal gesagt hat, sollte man ernst nehmen. Es ist schwierig für uns. Ja, zu der Frage, welche Grenzen gibt es? Erdogan hat keine Grenzen. Erdogan hat vor, ein neo-osmanisches Reich eigentlich zu errichten, wenn man es genau nimmt. Das wird in der Türkei im Moment auch überall propagiert. In den verschiedenen Revolverblättern werden
Karten gezeigt. Ich habe mal so eine mitgebracht. Wir haben hier leider keinen Beamer. Ein bisschen schade, sonst hätte ich das auch beamen können. Das ganze Rote ist das, was die Türkei eigentlich heute gerne haben möchte. Das sind also Teile vom Balkan, von Nordgriechenland, die griechischen Inseln, Zypern, Teile Armeniens, Teile eben Nordsyrien, Nordirak bis in den Iran hinein. Das ist so im Prinzip das Ziel. Der türkische Außenminister hat kürzlich gesagt, wir nehmen niemandem Land weg. Wir holen uns nur das zurück, was uns eigentlich schon gehört hat. So, das sagt eigentlich alles. Und ich habe eigentlich schon sehr früh immer gesagt, die Rhetorik, die da gemacht wird und gesagt wird, es geht uns um einen Sicherheitskorridor, wir wollen eben nur Teile sozusagen besetzen, weil die Terrororganisationen PKK, YPG, PED für uns ein Sicherheitsrisiko sind, dass das einfach nur Rhetorik ist. Man hat das gesehen, Afrin war nicht das Erste, wo die Türkei einmarschiert ist, sondern es war Jarablus. Jarablus wurde vom IS der Türkei übergeben. Das war also keine Intervention, keine militärische Intervention, sondern die sind einfach über die Grenze gegangen und der IS hat das abgegeben und die Leute haben ihre Uniformen gewechselt und das war es dann. Und danach kam Afrin. Und wenn man heute die Berichte liest über Afrin, Kamal hat ja auch auf Telepolis viel geschrieben, dann weiß man, was jetzt in den Regionen in Serikanye, Girisbi eben kommen wird. Und so wird es weitergehen. Die Tendenz ist sozusagen, den scheibchenweise sich den, eben diesen nordsyrischen Gürtel zu erschließen. Meine große Gefahr ist, weil ich in Derik war, das ist ja unsere Partnerstadt, die an der Grenze zum Irak ist, dass die Türkei auch dort als nächstes eben einmarschieren wird. Die Stadt, die türkische Stadt, die da ganz in der Nähe ist, ist Cizre in der Türkei. Da stehen riesige Mengen von Soldaten schon Gewehr bei Fuß. Und 30, 40 Kilometer südlich von Derik ist der Übergang in das Schengal-Gebirge im Nordirak, wo damals die PKK den Korridor freigekämpft hat, wo die Esiden aus dem Schengal vor dem IS gerettet worden sind. Die haben zigtausende Menschen dort gerettet. Die YPG hat auf der anderen Seite gewartet, die Leute in Empfang genommen und in Sicherheit gebracht. Und dieser Übergang ist sozusagen der Übergang in Schengal. Und heute und gestern hat das türkische Militär schon den Schengal bombardiert. Also Esiden sind wieder auf der Flucht. Sie sind auf der Flucht von Afrin, waren sie jetzt eben in dem ganzen Gebiet um Serikanye, Kamishlo bis nach Derik und sind jetzt im Nordirak wieder auf der Flucht. Ja, ich nehme da jetzt mal den Faden auf und sage, okay, gar nicht okay, aber es ist etwas Expansionistisches, es ist ein neo-osmanisches Modell dahinter, das geht dann auch einher mit einer Art Umsiedlung und ich wollte, von der Türkei wird es sicher als Polemik dargestellt. Und das Gute an euch Gästen heute ist ja, dass ihr von Erfahrung berichten könnt. Deshalb meine Frage an Kamal Sido. Welche Erfahrungen hat man denn mit diesen Umsiedlungspraktiken der Türkei in Afrin gemacht? Also Erdogan fährt verschiedene, ich würde sagen, verschiedene Schienen. Also er greift an, macht den Menschen Angst. Er hat schon 2011 am Beginn der syrischen Krise mit der Hilfe der pro-türkischen Opposition, vor allem mit der Hilfe der Muslimbruderschaft, die von der Türkei unterstützt werden, den Menschen Angst gemacht. Al Jazeera TV, Al Jazeera, der katarische Sender, heute wissen wir mehr. Damals am Beginn der Krise wussten wir nicht genau. Es ist ein Sprachrohr der Muslimbrüderschaft, der International Union of Muslim Scholar. Und die machen gezielt Menschen Angst, dass die das Gebiet verlassen. Wenn die das Gebiet verlassen, dann kommen andere, siedeln sich ein. Also während der Invasion des Angriffskriegs auf Afrin
sind viele Menschen geflohen oder vertrieben, wie gesagt. 95% von Afrin waren Kurden, heute nur noch 35%. Kaum junge Menschen. Die jungen Menschen werden verhaftet, auch Mitglieder von Gruppen, die Erdogans freundlich waren, werden verhaftet, um Lösegeld zu fordern. Das ist täglich. Heute ist jemand gestorben, den ich kannte aus dem Dorf, einem Dorf bei Afrin, den ich 2009 zuletzt getroffen habe. Die haben ihn so schwer misshandelt, dass er heute, also einige Tage später, dann gestorben ist. Das ist täglich. Erdogan will quasi die demografische Zusammensetzung der Region ändern, dort mehrheitlich Araber, Sunniten machen. Auch wenn er das Gebiet nicht annektiert, das Ziel natürlich zu annektieren, also dauerhaft dort zu bleiben. Und wenn man dauerhaft in einem Gebiet bleibt, dann schafft man Fakten. Wenn er dann zurückziehen muss, dann hat er quasi ein Ziel erreicht, und zwar keine Kurden auf der syrischen Seite. Und in Afrin hat er weitgehend erreicht. Auch wenn das Regime zurückkommt in 10 Jahren, da werde ich auch kritisieren und verurteilen, wenn die Kurden oder die neue Macht, aber wenn die wiederkommen, die Kurden, die Araber, die dort angesiedelt wurden, vertreiben. Das wird dann eine neue Vertreibung. Und das ist quasi noch ein Ziel. Wichtig, dass die Kurden dort nicht mehr leben, sondern sich verteilen, nach Deutschland kommen, nach Irakisch-Kurdistan, nach Damaskus, Aleppo, sind viele wieder nach Aleppo gegangen. Und dort die Gesellschaft islamisieren. Wir sind Muslime, mehrheitlich, die Kurden dort. Islamisieren bedeutet, aus normalen Muslimen, ich sage normalen, radikale Muslime zu machen. Radikale Muslime, die zum Beispiel Frauenrechte ablehnen, die eine Nachbarschaft mit den Jesiden, mit den Aleviten, mit den Christen ablehnen und nur noch Anhänger von Erdogan, Anhänger des internationalen Islamismus. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Vor allem für uns Kurden. Die Kurden haben sich in den letzten 100 Jahren, ich würde sagen, entwickelt. Warum entwickelt? Vor 100 Jahren, 1915, haben viele Kurden sich an dem Völkermord an Armeniern beteiligt. Und die Kurden, viele Kurden bekennen sich zu diesen Verbrechen und so weiter. Und die haben große Schritte nach vorn gemacht, was das Zusammenleben mit Armeniern und so weiter. Und genau versucht hier Erdogan genau umgekehrt alles rückgängig zu machen. Und das ist sehr, sehr gefährlich für die Zukunft unserer Gesellschaft. Nicht nur, weil wir Kurden, weil wir uns geändert haben. Die Menschen mehrheitlich wollen Frauenrechte, Zusammenleben und so weiter. Die Linke zum Beispiel heroisiert nur durch diese linken Geschichten. Also für mich welche linken Geschichten eigentlich? Zum Beispiel die beste Demokratie der Welt und so weiter. Ich sage, wichtig ist zum Beispiel das friedliche Zusammenleben, Frauenrechte, und nicht ideologisieren, also Ideologie daraus machen. Also Sachen beim Namen nennen. Also nicht einfach sagen, die kurdische Verwaltung ist für Frauenrechte. Die kurdische Verwaltung dort ist für Minderheitenschutz, für Glaubensfreiheit. Und nicht sagen wie, keine Ahnung, die Pariser Kommune wiederherstellen. Das schadet die Kurden vehement. Und ich würde meine linke Brüder und Schwestern, wie die Araber und Kurden sagen, bitte Abstand zu nehmen. Das ist dann, der Sozialismus ist gescheitert, der Kommunismus ist tot, aber die Ideen der sozialen Gerechtigkeit leben weiter. Man sollte von sozialen Gerechtigkeit sprechen, nicht mehr von Kommunismus, Leninismus, Stalinismus und so weiter. Kamal, ich weiß, das ist ein Streitpunkt, die Linksorientierung. Wollen wir das erstmal so ganz sachte an den Rand stellen, wird sicher wieder aufgenommen werden. Ich will 2 Punkte jetzt aufnehmen. Das ist einmal Radikalisierung. Und dann die wirklich schwierige Frage, was mit Kurden gemeint ist. Jetzt bin ich auf Erdogans Seite. Er sagt, wir machen diese Operation, weil es Terroristen sind. Es richtet sich nicht gegen die Kurden. Und damit kommen wir auf die Frage, ja, auf diese brennende Frage, was ist mit der PKK? Und ich glaube, da wärst du ein Spezialist. Inwieweit es ist gar nicht zu rechtfertigen, brutaler Angriff, klar. Aber inwieweit kann sich
Erdogan daran festhaken, dass er sagt, er kämpft gegen die PKK? Ich glaube, das ist erstmal ein Narrativ von der türkischen Seite zu sagen, wir kämpfen dort für einen Sicherheitskorridor. Das ist auch so ein Begriff, den man nicht verwenden sollte, genauso wie Sicherheitszone im Kampf gegen die PKK. Denn damit wird festgemacht, ja, wir haben ja nichts gegen die Kurden, aber wir haben was gegen die PKK. Aber wenn man in die Geschichte der türkischen Republik schaut, also auch zu der, die PKK wurde 1978 gegründet, vor 40 Jahren. Die Geschichte der türkischen Republik ist eigentlich voll von einer antikurdischen Politik, was nichts mit der PKK zu tun hat. Also wenn man sich anschaut, in den 20er Jahren, in den 30er Jahren gab es massive Vernichtungsfeldzüge, Vertreibungsfeldzüge gegen kurdische Stämme in den dann neuen Gebieten der türkischen Republik. 1937, 1938 wurden alevitische Kurdinnen und Kurden in Dersim zu Zehntausenden abgeschlachtet, unter anderem mit Giftgas, das aus deutscher Produktion kam, wie dieses Jahr herausgekommen ist. Also nicht nur in Halabja in den Ende der 80er Jahre, sondern auch schon vor 50 Jahre davor, 1937, 38, deutsches Giftgas. Aber die Geschichte der türkischen Republik basiert auf der Vertreibung von all denjenigen, die nicht in das neue nationale Identitätsbild dessen, was ein Türke sein sollte, hineingepasst hat. Also Kurdinnen und Kurden zum Beispiel haben kein Türkisch gesprochen, sondern verschiedene kurdische Dialekte, vor allem Kurmanji. Das war ein Grund zur Verfolgung. Es war verboten, Kurdisch zu sprechen in der Öffentlichkeit. Man durfte den Kindern keine kurdischen Namen geben. Die ganzen kurdischen Ortsnamen wurden verboten. Ein Beispiel, Diyarbakır ist die größte kurdische Stadt in der Türkei, heißt eigentlich Ahmet. So kann man das eigentlich mit allen großen kurdischen Städten durchdeklinieren. Das heißt, es gibt gewisse Grundlagen sozialer und politischer Verfolgung, die dazu geführt haben, dass sich Kurdinnen angefangen haben zu wehren. Und ein Ergebnis dieses Sich-Wehrens ist 1978 die Gründung der PKK gewesen. Das heißt, ganz egal, wie man zur PKK steht, wahrscheinlich wissen viele, dass ich eher mit der Weltanschauung der PKK sympathisiere. Ich bin der Linker, genau. aber ganz unabhängig davon, wie man zu ihr steht, muss man verstehen, dass dieser Konflikt nicht durch Krieg lösbar ist, sondern nur dadurch lösbar ist, wenn man die sozialen Grundlagen der Verfolgung der Kurdinnen und Kurden aufhebt, damit diese keinen Grund mehr haben, sich dagegen zu wehren. Also das ist, sieht man in Kolumbien mit dem Friedensprozess FARC. Dort gibt es immer noch Aufständische, weil die sozialen Grundlagen nicht geändert wurden und die Bevölkerung und vor allem Mitglieder sozialer Bewegungen nach wie vor umgebracht werden. Das Gleiche haben wir in Kurdistan auch. Und deshalb, kein Krieg wird nicht zur Lösung des Problems führen. Danke, Karam. Also ich würde sagen, die türkische Republik, wenn wir jetzt über den Völkermord in Armenien sprechen, Anerkennung, Nicht-Anerkennung jetzt der amerikanische Kongress. Es gibt viele Gründe, warum die Türkei diesen Völkermord nicht anerkennt. Es gibt Experten, türkische Experten, die sagen, diese Republik ist von Völkermordern gegründet worden, Generäle, Offiziere, die Massenmord begangen haben im Ersten Weltkrieg, haben diese Republik gegründet. Diese Angst, also diese, das ist eine Krankheit, würde ich sagen, in der Türkei, in der Elite, in der Armee, bei verschiedenen Schichten, dass wenn die Kurden irgendwie ihre Rechte bekommen und so weiter, dann kommen die Armenier, kommen die Griechen und da gibt es keine Türken mehr in der Türkei, dann wird man die Türken wieder nach Zentralasien vertreiben. Das ist Unsinn. Also niemand wird dann die Türken wieder nach Zentralasien schicken und so weiter. Dann muss man die Amerikaner aus Amerika nach Europa bringen und so weiter, die Trump hier nach Deutschland. Das ist dann bitte nicht. Das ist nicht möglich. Also das ist eine Krankheit. Die Kurden sind in Istanbul überall. Die wollen einfach zu ihren Rechten wie Menschen behandelt werden. Die Selbstverwaltung, Sprache, Kultur, Kurdisch singen und so weiter. Und diese Angst ist nicht berechtigt. Ich bin wütend über die Haltung der NATO-Länder, die immer Verständnis haben für die Sicherheitssorgen der Türkei. Und gleichzeitig behaupten die, dass die eine Wertegemeinschaft sind. Also das ist, also wir verstehen nicht. Ich glaube auch die Mehrheit der Deutschen verstehen
diese Sorgen nicht mehr. Warum muss man Menschenrechtsverletzungen hinnehmen durch die Türkei? Das verstehe ich nicht. Elke, ich will daran anknüpfen. Es gab noch zu Erdogans Zeiten auch Versuche oder Absichtserklärungen wahrscheinlich mit einem anderen Hintergrund bei ihm schon, einen Friedensprozess mit den Kurden zu machen. Warum ist der gescheitert? Kerem hat das ja schon ganz gut gesagt. Der Prozess der Gründung der PKK liegt ja viel weiter zurück. Es ist eine Reaktion darauf, eben, dass die kurdische Bevölkerung einfach mit der Staatsgründung, also von den Jungtürken eigentlich im Vorfeld, eben diskriminiert worden ist. Und eben dieser Vielvölkerstaat des Osmanischen Reiches, was man sagen muss, es war ein Vielvölkerstaat, eben dann plötzlich unter der Fahne, eine Fahne, eine Sprache, ein Vaterland sozusagen plötzlich firmiert hat. Und das wurde eben in der türkischen Verfassung auch so festgeschrieben. Das heißt, jede Minderheit, nicht nur die kurdische Minderheit, auch die Armenier, auch die Aleviten, alle Minderheiten, ob das jetzt ethnisch oder religiös ist, waren sozusagen dazu verdonnert, sich entweder zu assimilieren oder sie waren Feinde. Also es gab überhaupt gar keine Möglichkeit, Minderheitenrechte für sich irgendwie in Anspruch zu nehmen. Und in dieser Situation ist auch eben bei den Kurden die PKK entstanden. Die PKK ist den Weg gegangen, eben auch des Guerillakampfes. Sie ist auch geboren in einem linken Diskurs. Also ich habe mich seit 30 Jahren befasse ich mich mit dem Thema. Und ich habe damals auch mit PKK-Leuten zu tun gehabt und ich fand die gruselig. Ja, also sie waren total auf so einem stalinistischen Weg, absolute Machos, die Männer. Da war überhaupt noch nichts davon da, von dem, was man heute so hört, dass es um Geschlechtergleichberechtigung ging oder sowas. Das hat sich erst entwickelt. Und das war so Ende der 80er, 90er Jahre, da gab es so diese Entwicklung in der PKK, dass sie gemerkt haben, das funktioniert so nicht. Es funktioniert auch nicht eben mit Anschlägen, Autobahnbesetzungen in Deutschland. Es gab die ersten Entschuldigungen auch hier in Deutschland schon 1996 von der PKK, dass sie gesagt haben, es ist ein Fehler. Und es gab eine Abkehr von dieser Richtung. Es gab auch diese Abkehr von einem kurdischen Nationalstaat. Das wird leider in unseren Medien heute immer wieder unterschlagen. Die Kritik an der PKK setzt immer da an, sozusagen aus der Zeit, wo die PKK tatsächlich auch bei uns hier militant war, eben wo es in der Türkei auch Morde gegeben hat, Verrätermorde. Damals waren sie Kind ihrer Zeit. Das muss man einfach auch immer wieder historisch betrachten. Sie haben sich entschuldigt und heute wird da nicht angesetzt dran, an dieser Entschuldigung. Ja, und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt an der Glaubst Stelle. Glaubst du, dass es doch, zurzeit ist die Situation so verfahren, dass jegliche Friedenslösung oder jegliche Annäherung zu einer Friedenslösung zu kommen zwischen der Türkei und Kurden in syrischen Gebieten oder auch im Süden der Türkei, ist vorbei? Im Moment sehe ich das unter Erdogan, dass es vorbei ist. Also du hattest ja gefragt wegen 2014. Mhm. Der Friedensprozess wurde ja von Erdogan aufgekündigt. Angeblich gab es einen Anschlag in Suruç, wo türkische Polizisten umgekommen sind. Heute weiß man, dass das eine Inszenierung war. Also Erdogan hatte nie vor, einen wirklichen Friedensprozess mit den Kurden zu machen. Das geht auch gar nicht. Wie hätte er das machen sollen? Ja? In der türkischen Verfassung, schon da ist das verankert. Es war nie sein Plan. Es war eigentlich immer nur nach außen geplänkelt, würde ich mal heute sagen. Und unter Erdogan und dieser AKP-Regierung sehe ich keine Chance, dass es zu einem Frieden kommen kann. Die einzige Chance, die ich sehe, dass es zu einem Frieden kommt, ist, wenn sich die
Europäer, die internationale Gemeinschaft einschaltet und sagt irgendwie, es muss einen runden Tisch geben, es muss eine Lösung geben und zwar nicht nur für die Türkei, auch für Syrien, auch für den Irak, auch für den Iran. Die Kurden müssen einfach anerkannt werden und sie müssen in irgendeiner Form auch als Minderheiten ihre Minderheitenrechte bekommen. Und da möchte ich vielleicht, sorry, wenn es ein bisschen länger dauert, einfach nochmal sagen, was wollen die Kurden eigentlich? Sie wollen keinen kurdischen Staat. Sie wollen föderale Systeme, sie wollen weg von den Zentralregierungen, die es dort überall gibt. Diese macho-mäßigen, patriarchalischen Zentralregierungen, die einfach die Leute unterdrücken. Sie wollen ihre Sprache sprechen, in den Schulen die Muttersprache und ihre Kultur leben. Und wie sollte man das den Leuten verwehren? Erstmal soweit. Ich würde kurz abwarten, was deine nächste Frage ist, weil ich würde gerne ein bisschen mehr über Tagespolitik reden und aktuelle Situation und Geostrategie, weil ich glaube, das war auch die Ankündigung. Meine nächste Frage wäre, wer denn die Türkei kontrollieren kann? Welche Art von Einfluss hat Europa, hat die NATO? NATO, die Türkei ist seit vielen Jahren fast Gründungsmitglied der NATO, EU-Beitrittskandidat, Zollunion und so weiter, Wirtschaft. Also es gibt viele Möglichkeiten, die Türkei unter Druck setzen. Ich möchte nicht, dass man irgendwie das türkische Volk, die Menschen in der Türkei irgendwie schadet, sondern diese Politik muss man die Regierung unter Druck setzen, dass diese Politik sich ändert. Es gibt viele Möglichkeiten. Die Bundesrepublik Deutschland hat viele Möglichkeiten. In Deutschland leben viele Kurden, viele Türken. Man könnte hier zum Beispiel Dialog initiieren zwischen den kurdischen Verbänden. Aber dafür müssen mutige Politiker dann quasi geboren sein oder erscheinen oder sich melden. Und diese sehe ich leider, ich muss offen sagen, vor ein paar Jahren hätte ich das nicht gesagt so deutlich. Heute muss ich sehr deutlich sagen, diese Politiker fehlen uns zum Beispiel, die in diesem Konflikt vermitteln. Ich habe auf Obama-Administration auf einige Gesetz, haben die Administration verlassen. Da kommt dieser Trump. Man kann mit den Kurden, aber hier in der Bundesrepublik, wenn man mit den Kurden oder vermitteln will, da muss man erstmal das PKK-Problem lösen. Frau PKK sagt, sie will Schutzzone und so weiter. Aber sie redet nicht mit einer Partei, zum Beispiel die PYD, die wichtige kurdische Partei, die in Nordsyrien ist, die EPG und so weiter. Sie führen jetzt informelle Gespräche, sagen die, aber die wollen offen mit dieser Partei nicht reden, mit der PKK wollen die nicht reden. Wenn man mit der PKK nicht redet, dann kann man auch den Konflikt mit der PKK muss man reden. Und dann mit der Türkei muss man reden und man kann Einfluss nehmen, das kommt deutschen Interessen, dann kann Deutschland von mir aus ihr wirtschaftliche Interessen dann verfolgen, die verbunden sind dann mit anderen Interessen, zum Beispiel Stabilität in der Türkei, Wirtschaftsentwicklung und so weiter. Wenige Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Meine Leute, meine Verwandte waren in Afrin, die wollten nicht nach Deutschland. Ich habe meine Mutter, meine Schwester 2015 nicht nach Deutschland gebracht, weil ich davon ausging, dass die Region stabil ist. Und jetzt greift Erdogan diese Region an und die Menschen sind auf der Flucht. Und einige von meinen Verwandten sind nach Deutschland, auch nach Rosenheim gekommen. Das ist auch ein Ergebnis dieser Politik von Erdogan. Also PKK, mit PKK muss man reden, mit den syrischen Kurden muss man reden. Und der Westen hat genug Interessen an eine stabile Türkei. Und ich sage immer, denn vor allem den konservativen Politikern, CDU, der Kommunismus ist tot. Ich sage nicht nur den Linken, sondern auch den CDU-Politikern, also diese Feindbilder in der islamischen Welt, wenn ich mir Partner suche,
Da muss nicht sofort der Muslimbruder sein, sondern man kann auch in Saudi-Arabien mit einem Kommunisten reden, weil dieser Kommunist ist für Frauenrechte, für Glaubensfreiheit. Man muss dann andere Kategorien, der Kommunismus ist tot. Die ein paar Linke hier in München, die werden den Kommunismus nicht wiederherstellen können. Aber jetzt, Herr Sido, jetzt tatsächlich, ich steige mal ganz kurz ein. Ich dachte, du willst vielleicht auf was Akutes hinaus auch, ne? Das nee, genau, aber ich... So wie denkst du, kann man dieser türkischen Expansionsbewegung Einhalt gebieten? Also ich ignoriere einfach die ganzen Spitzen gegen mich als Kommunisten, weil ich glaube, dass das heute nicht das Thema ist, dass wir irgendwie ideologische Streitigkeiten hier austragen. Nein, sondern tatsächlich was aktuell aber der Fall. Ich hätte eine Kritik oder eine Anmerkung auf Sachebene. Und zwar, du hast gesagt, es fehlen mutige Politiker, die das Thema ansprechen. Das ist nicht das Problem. Du hast dann in deinem zweiten Teil deiner Antwort ein bisschen bist du darauf eingegangen. Es geht hier um geostrategische und Machtinteressen. Deshalb äußert sich Deutschland nicht gegen diesen Angriffskrieg. Deshalb steht Deutschland im Zweifel an der Seite der Türkei. Jürgen Staudt, der außenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, hat gesagt, wir brauchen keine Sanktionen gegen die Türkei, wir brauchen einen stabilen NATO-Partner, der die Südostflanke des Verteidigungsbündnisses sichert. Das ist gegen gegen die russische, in Anführungsstrichen, gegen die russische Gefahr. Aber der Russe arbeitet doch so eng zusammen mit Erdogan. Ja, das ist also die Türkei hat ja genau deshalb den Handlungsspielraum in Afrin einzugreifen mit Genehmigung der USA, mit Genehmigung Russlands oder jetzt in Serekaniye und Girisbi einzugreifen, weil sie sozusagen diese zwischenimperialistischen Widersprüche ausnutzt zwischen USA und Russland im Kampf um gute Stimmung mit der Türkei. Die Russen haben das Ziel, die Türkei mittelfristig aus der NATO herauszulösen. Die Amerikaner wollen und die Europäer wollen die Türken auf Teufel komm raus in der NATO drin halten. Und in diesem Mächtekampf kann die Türkei gerade agieren. Und deshalb wird ihr genehmigt, diese Annexion zum Beispiel durchzuführen. Und Stichwort Machtinteressen. Ich meine, also das eine ist die Geostrategie, da habe ich den Jürgen Staudt von der CDU zitiert. Das andere ist, 7.100 deutsche Unternehmen haben in der Türkei investiert. Und zwar unglaublich viel Geld. Die haben dort Fabriken. Warum haben sie dort Fabriken? Weil die Arbeitsbedingungen dort unter aller Sau sind. Es gibt keine gewerkschaftlichen Rechte. Der Mindestlohn kann mit allen Mitteln umgangen werden und ist eh so niedrig, dass er eigentlich nicht ins Gewicht fällt. Und dort gehen dann Unternehmen wie VW zum Beispiel hin und bauen Fabriken. Also VW hat jetzt geplant, in der Nähe von Izmir ein neues Werk zu errichten, plant dort 1,5 Milliarden Euro zu investieren, was direkt eine Rettung der türkischen Regierung aus der Wirtschaftskrise darstellt. Ja. Das sind alle Gründe dafür, dass man das Interesse haben sollte an einer stabilen, friedlichen Türkei. Und wenn die Türkei die Probleme zu Hause nicht löst, solange die Verhältnisse stabil für deutsche Unternehmen sind, ist egal, was im Osten der Türkei passiert, aus dieser Wirtschaftsperspektive. Ich gebe dir recht, aus einer moralischen Perspektive auf jeden Fall, aber solange keine Anschläge auf VW-Werke oder Bosch-Werke oder MAN-Werke passieren, wird das deutsche Kapital oder das europäische Kapital nicht sagen, da gehen wir jetzt nicht hin. Was aber gut ist, ist, dass der Betriebsratsvorsitzende von VW, Bernd Osterloh, gesagt hat, wir werden einem Bau des Werkes in Izmir nicht zustimmen, solange die Türkei diesen Krieg aufrechterhält. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Position. Man sollte den Betriebsrat, den Gesamtbetriebsrat von VW nur daran unterstützen, dass er auch standhaft bleibt, auch wenn die Berichterstattung über den nach wie vor laufenden Krieg nicht mehr so stark ist. Ecke, genau. Du hast die deutsche Position gegenüber der Türkei auch immer kritisiert. Ja, ich wollte nur noch mal ergänzen. Also nicht nur VW macht da große Geschäfte, sondern auch Siemens. Die sollen mit einem riesengroßen Milliardenauftrag das türkische Bahnnetz irgendwie wieder modernisieren. Auch damit wird einfach die Türkei immer wieder gepampert. Es gibt immer noch die Hermes-Bürgschaften, womit auch eben die Türkei unterstützt wird. Und ich würde gern mal von der Türkei weggehen zu dem Thema, also warum eigentlich macht das Erdogan neben seinen neo-osmanischen Plänen in Nordsyrien? Und ein ganz großes Ding ist, dass das auch eine wirtschaftliche Geschichte ist, weil
Es gibt diese türkische Wohnungsbaubehörde TOKİ, die in AKP-Hand ist, wie fast alle großen Unternehmen mittlerweile unter der Regie der AKP sind. Und die sollen jetzt ganz aktuell in Serikhaniye, Girispi sozusagen eine neue Stadt bauen. Und dort sollen eben die drei Millionen syrischen Flüchtlinge angesiedelt werden. Und es soll alles ganz schick werden. So, ne? Also ich habe mir mal angeguckt, so in der Türkei kann man diese TOKİ-Häuser sehen, so, das sind Gated Communities, das sind Häuser für Leute, die Geld haben. Es ist absurd. Dazu kommt noch, dass in dieser Region in Nordsyrien 3 Millionen Menschen leben. Also die Menschen, die dort sowieso schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten mit ihren Familien leben und die, die geflohen sind aus Afrin, aus Raqqa, aus Deir ez-Zor, aus allen möglichen, auch aus den arabischen Gebieten im Süden von Syrien. Also diese Menschen haben dann keinen Platz mehr. Wo sollen die denn dann hin, bitteschön? Und das ist so, finde ich, besonders zynisch. Ja? Also von Trump, von allen anderen. Denen bleibt eigentlich nur der Gang in die Wüste. Und das erinnert für mich wieder an die Geschichte der Vertreibung und der Ermordung der Armenier. 2015 wurden die Armenier nach Deir ez-Zor, die Stadt Deir ez-Zor, die eben in unseren Medien hier bekannt geworden ist, wo eben die YPG eben und SDF den IS besiegt haben. Diese Stadt ist entstanden aus den Überlebenden des Genozids an den Armeniern. Und in diese Ecke sollen die Leute jetzt alle hinvertrieben werden im Prinzip, weil eine andere Möglichkeit haben sie nicht. Ja, und das ist ein Zynismus, den muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und die UN hat jetzt irgendwie ganz aktuell gesagt, sie möchten irgendwie den UNHCR jetzt irgendwie dafür einspannen, dass sie ein Rückführungsprogramm für die syrischen Flüchtlinge aus der Türkei irgendwie entwickeln, wie die dort angesiedelt werden können. Es sind aber von diesen 3 Millionen, die wahrscheinlich nicht mal 3 Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei sind, allerhöchstens 10% überhaupt aus dieser Region. Der Rest kommt aus dem Süden von Syrien. Also das muss man einfach auch noch mal wissen in der Situation. Es geht ganz klar neben neo-osmanischen Interessen auch um wirtschaftliche Sachen. Und demografische Umsiedlung. Demografische. So, jetzt will ich dann die Diskussion für die Allgemeinheit eröffnen, will aber noch so eine Art Schlussresümee für diese Runde ziehen, und zwar nach persönlichen Einschätzungen, wie spekulieren, wie es denn in Zukunft weitergeht. Es gibt ja auch aus politischen Interessen heraus zum Beispiel der syrischen Regierung die Annahme, dass sie auf die Kurden und auf ihr demokratisches Experiment zum Teil auch angewiesen sind, weil sie können einfach nicht mehr so weitermachen wie vor Ausbruch der Konflikte. Die Zentralregierung, ob die nochmal so stark werden kann wie vorher, ist unklar. Die Zukunftsvorstellungen der syrischen Regierung sind auch sehr vage und oft auch mit schönen Architekturbildern wieder, was du gerade geschildert hast. Die Frage ist, wie man das überhaupt umsetzen kann. Die Frage ist auch, ob diese vielen Flüchtlinge alle wieder zurück wollen. Also, kann man ihnen, wie es ein Autor bei uns gemeint hat, sagen, dass die USA, Trump und Putin die Kurden der Türkei einfach nur zum Fraß vorgeworfen haben? Oder gibt es auch Aussichten, die nicht so schlimm ausschauen? Lieber Thomas, ich glaube, die öffentliche Meinung spielt eine Rolle. Ich habe gerade von dem Treffen mit dem Staatsminister im Auswärtigen Amt erzählt. Ich habe noch nie einen Minister gesehen, der so unter dem Druck stand. Also in den letzten Jahren haben wir immer wieder seit der syrischen Krise Beamten, Minister getroffen. Zum ersten Mal sehe ich, wie ein Beamter, ein Minister unter dem Druck steht. Also der öffentliche Druck muss erhöht werden. Die Sympathie für die Sache der Kurden
die Sache der Kurden nicht als Ethnie, nicht irgendwie nur weil die Kurden, weil die bestimmte Werte verteidigen dort, für bestimmte Werte eintreten, Frauenrechte. Ich möchte noch nicht wiederholen. Und dieser Druck muss erhöht werden. Und diese Sympathie gibt es bei den Linken, bei den Konservativen, zum Beispiel in den USA. Die Evangelikaner sind die führenden Kräfte, die dort das Ganze organisieren. Ich meine, die Antifa hier in Deutschland mit den Evangelikanern sich zusammensetzen, für die Sache der Kurden zu kämpfen, das ist einmalig. Und ja, und das muss weitergehen. Und diese Entwicklung Nord-Süden könnte quasi auch ein Gefühl der Sicherheit den Aleviten oder Aleviten in Syrien, Assad-Volksgruppe geben, dass die keine Angst haben vor dem Schlachten, weil die sunnitische Mehrheit, die von Erdogan unterstützt wird, erklären ganz offen, die werden alle Aleviten köpfen. Und die tun das. Also Massaker in dieser Region, Völkermord und so weiter, es sind einfach durchzuführen, weil dieser Hass da ist, Instrumentalisierung der Religion, und die Kurden können quasi helfen, eine Lösung, nicht weil die Kurden sind, weil die bestimmte Konzepte haben. Die andere Seite, Assad hat keine Konzepte, die Opposition, die von Erdogan, hat keine Konzepte, auch die Bundesregierung hat keine Konzepte. Die syrischen Kurden haben bessere Konzepte als unser Außenministerium in Berlin zum Beispiel, wie man mit Syrien Zukunft umgeht. Das sage ich ganz offen. Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Ich bin dafür, dass wir, ich antworte jetzt nicht, sondern ich bin dafür, dass die anderen jetzt auch was sagen dürfen. Ja, ich würde ganz kurz doch auch nochmal auf eine Sache eingehen, die mir wichtig ist in der Diskussion, so zum Abschluss, damit wir weiter diskutieren können. Kamal hat das auch gerade nochmal gesagt, die syrischen Kurden haben ein Konzept, was besser ist wie alles andere, was sonst irgendwo vorgeschlagen worden ist. Und was mich immer sehr wütend macht, ist, dass das bei uns in den Medien auch immer so rüberkommt, naja, irgendwie Spinnkram, was die da vorhaben, völlig unrealistisch. Und es gibt ja Menschenrechtsverletzungen dort auch und Korruption und. Und überhaupt, es stehen ja auch nicht alle dahinter oder so. Mich macht das sauer. Und ich frage dann immer in so Diskussionen, was wollt ihr eigentlich? Erwartet ihr, dass in Nordsyrien die Selbstverwaltung dort das Paradies auf Erden unter Kriegsbedingungen schafft oder was? So, ja, also ich meine, natürlich steht nicht 100% der Bevölkerung dort dahinter. Natürlich gibt es da ganz konservative, traditionelle Menschen, wie es auch bei uns gibt. Natürlich gibt es Menschen, die kritisch dem gegenüberstehen, auch diesen Ideen sozusagen von Demokratie, von Geschlechtergleichberechtigung oder sowas, von eher linkeren Ideen der Kommunikation, der Beteiligung oder so. Aber was haben wir denn hier in Deutschland? Müssen wir uns doch auch mal angucken, oder? Wir haben hier Menschen in eine Bevölkerung, die wählt die Linke, die wählt die FDP, die wählt die SPD, die Grünen bis zu Faschisten. Also auch hier gibt es eine Vielfalt. Und wir erwarten jetzt von denen irgendwie ein Paradies auf Erden, so, wo alles einheitlich und super ist. Natürlich gibt es dort Widersprüche. Und die muss man doch ausdiskutieren können. Und diese Diskussion wird einfach nicht zugelassen. Das muss man einfach auch mal klar machen. So. Das ist doch ein guter Spielball jetzt. Ich war jetzt im April vor Ort in Kamischli und als Menschenrechtler sage ich immer, wenn ich da bin, ich möchte freien Zugang in die Gefängnisse. Da habe ich jedes Mal die Erlaubnis, in die Gefängnisse zu gehen, ob jetzt die Menschen jetzt zu Recht oder nicht zu Recht verhaftet werden, zu gucken, dass dort nicht gefoltert wird. Weil ich sage, ich bin Kurde, ich bin Menschenrechtler aus Deutschland. Wenn ich von Erdogan Freilassung von Gefangenen und freien Zugang, dann möchte ich auch hier, also Menschenrechte, Minderheitenschutz, Gegenunterstützung und Sympathie. So gehe ich mit meinen Kurden um. Machen wir eine Abschlussrunde, oder? Ich glaube, Kamal will noch was sagen und ich will auch noch was zum Kommunismus sagen.
Gehst du zum Kommunismus oder zum Islamismus? Ich sage so Islamismus und dann darfst du zum Islamismus. Ja, ah, Kommunismus. Und ich sage dann was zum Feminismus. Ja. Dann haben wir alle Ismus zusammen. Also Assad nochmal, es ist die Baas-Partei, Assad, Syrien seit 1970, noch davor ist eine Diktatur, eine schlimme Diktatur. Das muss man sagen. Auch Linke wurden verhaftet und so weiter, Kommunisten auch verhaftet und getötet und so weiter, wenn die für die Meinungsfreiheit und so weiter nicht mitgemacht haben mit dem Regime. Also es ist eine schlimme Diktatur. Und in diesem Krieg wurde auch massenweise Kriegsverbrechen auch durch Assad begangen. Mein Problem ist, dass der Westen, das ist eine Behauptung von mir, die, ich habe viele Hinweise, ein Konzept hatte, aber ein schlechtes Konzept, dass nach Assad, Mubarak, Ben Ali, Tunesien, die moderaten Islamisten zur Macht zu verhelfen, Mursi und so weiter. Und das war schon eine Kooperation mit Erdogan. Davutoğlu, der ehemalige Außenminister, später Ministerpräsident der Türkei, hat an diesem Konzept, ich denke, Politik- und Wissenschaftsstiftung in Berlin an diesem Konzept zusammengearbeitet. Und entweder sind die dumm oder haben die bestimmte Interessen verfolgt. Es gibt kein moderater Islamismus. Und der Westen hat immer noch diese Krankheit. Also die denken immer in alten Kategorien, sowohl die Linke als auch die Konservativen in der NATO im Westen. Die denken, die Sowjetunion existiert noch und die Islamisten wären die Verbündete. Aber der Entstehung des Islamischen Staates in dieser barbarischen Form hat dazu, die Anschläge, der Völkermord an Jesiden hat dazu geführt, keiner wollte das vertreten mehr. Und deswegen hat man, aber gemeinsam wurde dieses Konzept entwickelt, das ist meine Behauptung, und deswegen ist es gescheitert, dieses Konzept. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du 1981 in Moskau aus einer linken Gruppierung ausgeschlossen worden bist. Ich glaube, das Traumata trägt sich bis heute mit. ja. ja, aber ich will, ich nenne es nicht Kommunismus, obwohl ihr euch dann euren Teil dazu denken könnt. Ich glaube, es ist, ich bin Linker, das wisst ihr. Und ich glaube, deshalb hat Rojava Nordsyrien eine ganz wichtige Funktion. Und da komme ich wieder zu einer Ideologiefrage, weil Rojava eine Art konkrete Utopie darstellt, mit vielen Fehlern und inmitten des Krieges, aber eine Utopie, die deutlich macht, dass man Gesellschaft, dass Gesellschaft menschgemacht ist und Gesellschaft auch von Menschen verändert werden kann. Inmitten des Chaos, der Zertrümmerung, dass dort Frauenzentren entstehen können, dass dort Jugendclubs eingerichtet werden. Ich war in einem Jugendradio, wenige Monate nachdem in Raqqa die Stadt vom IS befreit worden ist, waren da 7 arabische Jugendliche, die feministisches und jugendliches Radio gemacht haben. Also dass man eine andere Form von Gesellschaft, eine andere Form von Demokratie, nicht so wie wir es hier kennen, außer vor 100 Jahren in der Bayerischen Räterepublik mit Kurt Eisner, der ja auch abgeschlachtet worden ist. Aber dass das möglich ist, auch wenn es jetzt 7, 8 Jahre gelaufen ist, wir werden nicht wissen, wie es in der Zukunft aussieht, aber einfach, dass Gesellschaft menschgemacht und veränderbar ist in einem fortschrittlichen sozialen Sinne. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und deshalb haben auch der Westen, genauso wie Russland, aber auch die Türkei, kein Interesse daran, dass dieses Projekt weiterführt, weil es doch dazu führen könnte, dass Menschen sehen, Moment mal, wir können Gesellschaft anders machen, auch hier in der Bundesrepublik, auch in der Türkei, auch in den USA. Und deshalb, ich glaube, deshalb ist dieses Projekt auch so wichtig und wird auch von mir und anderen so hervorgehoben, weil es ein Beispiel dafür ist, dass man Gesellschaft anders machen kann. Und ich glaube, das ist wichtig. So, ich mache jetzt nochmal die Frauenseite so am Abschluss. Ne? Wenn man sich die Runde hier so anschaut, 3 Männer, eine Frau. Wenn man sich das hier anguckt, dann sieht das irgendwie auch so aus, dass die Frauen, glaube ich, in der Minderheit sind. Das wäre in Rojava, in Nordsyrien, überhaupt nicht denkbar. Also 3 Männer und eine Frau ging gar nicht. Also es müssten irgendwie mindestens 2 Frauen noch mindestens sein, am besten irgendwie dann 3 Frauen. Ne? Also weil das Konzept ist eben paritätische Besetzung.
Bürgermeisterposten sind immer besetzt mit einem Co-Bürgermeister, einer Co-Bürgermeisterin. Es wird immer danach geguckt, ob das auch die Christen entsprechend proportional irgendwie mitrepräsentiert sind. Wenn ich aus Derrick so berichte, ich bin dann so durch die Straßen gegangen, mir ist aufgefallen, total interessant, es gibt überhaupt keine Frauen, die mit Vollverschleierung, es gibt Kopftuchfrauen, klar, also es gibt auch Frauen, die die muslimische Art des Kopftuchs tragen, auch in der Stadtverwaltung, wo übrigens überall eine paritätische Besetzung war, auch in den einzelnen Unterabteilungen. Es gab überall Frauen mit Kopftuch, aber was auffällig war, der Islam spielt einfach dort nicht so eine große Rolle. Also der politische Islam, wie wir ihn aus der Türkei kennen, wie wir ihn auch hier kennen, repräsentiert durch die Islamische Föderation, DİTİB, Milli Görüş, dieser Islam ist dort überhaupt nicht präsent, sondern der reiht sich genauso ein, wie eben die Christen und die Armenier und die Esiden ihre Religion irgendwie praktizieren. Ja. Und so ist das mit den Frauen. Ja. Die Frauen sind sehr, sehr stark vertreten dort. Ich habe da Gespräche mitbekommen von der Frauenorganisation Kongress da. Die haben echt diese Macho-Männer in den Familien, wenn Frauen sich da Hilfe geholt haben, echt rund gemacht. Ja. Und zwar, also jetzt keine Frauen in Lila irgendwie mit Frauenzeichen oder so, sondern ganz normale Frauen aus dem Dorf, aus der Stadt, die vielleicht gar nicht mal richtig lesen und schreiben können. Aber eins konnten sie, den Männern sagen, stopp mal hier, du hast mich nicht Alte zu nennen. Ich bin eine Frau und ich bin gleichberechtigt. Und das hat mich wirklich total beeindruckt. Und das habe ich in Kurdistan, in den vielen Regionen, wo ich unterwegs war, so nicht erlebt vorher. Das war wirklich sehr beeindruckend. Zu unseren Pechmännern. Na gut, dann war das das Schlusswort. Ich danke euch ganz herzlich für den erhellenden Abend und Ihnen für den Besuch. Ich hoffe, wir sind jetzt alle ein bisschen klüger geworden, haben mehr Durchblick. Und ja, ich darf das Buch nochmal erwähnen und zeigen. Und unser nächster Salon ist Anfang Dezember und geht über ein ganz anderes Gebiet, und zwar Neoliberalismus und Fitness. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.